mal loslassen und einfach mal fahren, einfach mal fahren, einfach mal fahren. Moin, herzlich willkommen bei Wing Passion. Wir haben einen neuen Testbericht für euch, und zwar aus dem Hause Fanatic, den Aero Glide, ein High-Aspect Vollset, das jetzt neu auf dem Markt ist, in vier verschiedenen Größen. Die ganzen Beschreibungen, Fotos dazu, welche Größen es gibt und die Verlinkung zu der Produktdetailseite des Herstellers setze ich euch alles unten in die in den Testbericht unten auf unserer Website auf Wing Passion, und wollte jetzt in dem Video hier eingangs kurz was zu diesem Flügel sagen. Nämlich, ich habe jetzt hier den Aero Glide, gibt es in vier verschiedenen Größen. Ich habe jetzt den extra großen, also nicht den ganz großen, den zweitgrößten gewählt, so aus der Mitte raus, damit es auch ein bisschen so eher die Einsteiger für High Aspect Foils ein bisschen begleiten kann und denen ein bisschen Tipps geben kann. Denn High Aspect Flügel sind ja ein bisschen schwieriger zu fliegen, und ich glaube, dass dieser Flügel euch diesen Einstieg erleichtern kann, weil er im Vergleich zu vielen anderen erstaunlich leicht zu starten ist und auch einfach zu fliegen ist, weil er sehr stabil ist. Also der hat, ich kann euch das hier einmal kurz zeigen. Das wird auch auf den Bildern auf der Website natürlich viel besser rüberkommen, aber jetzt hier haben wir, sieht man schon den High Aspect Ratio, ne? Langgezogener Flügel, und er hat trotzdem aber in der Mitte, hier in diesem Bereich, wo wir am meisten Lift generieren für den Startprozess, auch noch recht viel Fleisch dran, ne? Was ihn leichter starten lässt. Und dann haben wir eine, dazu passend, eine recht lange Fuselage hier in diesem Fall, eine Carbon 78er Fuselage. Das macht den, das ganze Set ordentlich stabil, nicht so wackelig. Obwohl der Heckflügel mit 200 Quadratzentimeter recht klein ist, wirkt er auf mich erstmal klein, aber ist überhaupt gar kein Problem. Der fliegt sich wirklich sehr einfach und sehr stabil. Und erstmal in der Luft angekommen, also im Flugmodus, spielt er auch seine Stärken voll aus. Also der heißt Aero Glide, und so verhält er sich auch. Er gleitet unglaublich lange, zum Beispiel egal ob mit Welle oder ohne Welle. Auf den Ostseewellen, hier so einen halben Meter hoch oder einen Meter hohen Wellen, hatte ich sehr lange Gleitphasen mit Wing nach hinten. Da kann man gerade für euch, wenn ihr einsteigt und das lernen wollt mit dem Wing, mal loslassen und einfach mal fahren, ein Stückchen, und mehr Gefühl für das Foil zu bekommen. Diese nicht so druckvollen Wellen an der Ostsee, und das wird auf der Nordsee natürlich nachher genauso sein, sind für diese Bedingung ist dieses Foilset wie gemacht. Und ich kann euch nur sagen, als fortgeschrittener Anfänger, wenn ihr darüber nachdenkt, ihr alle erzählen von High Aspect Flügeln, testet den mal. Der macht euch den Umstieg, den Aufstieg wirklich leicht. So, und nun habe ich genug gesammelt. Zu den Fahreigenschaften, alle möglichen Produktbilder, die Verlinkung zu der Produktdetailseite mit weiteren Videos und Informationen dazu findet ihr dann im Testbericht unten dann auf unserer Website auf wingpassion.de, und dann wünsche ich euch damit viel Spaß.